vielen Dank, dass so viele heute gekommen sind. Zuerst mal seit der Sommerpause, wir haben ja keine Pause gemacht, das ist ja das Schöne, sind wir wieder 2000, das freut mich sehr. Und wir sind quasi die eine der Hauptstädte des auf die Straße getragenen Widerstandes. Und darauf kann man als Bautzner zu Recht stolz sein. Und ich bin stolz auf euch, ich bin auch dabei, weil wir können alle auf uns stolz sein. Im Rest der Republik wacht man auch langsam auf. Es gibt also mehrere Demonstrationen in der letzten Woche, die also mehrere tausend Leute auf die Straße gebracht haben für Frieden, Freiheit, Selbstbestimmung. Am Donnerstag wurde leider auch gegen unseren Widerstand, ich sag's einfach mal so, eine neue Verschärfung des Infektionsschutzgesetzes verabschiedet. Ich war natürlich draußen auf der Demo auch. Und habe dort auch erzählt, wie wir quasi die Debatte gestaltet haben. Wir haben uns diesmal dazu entschlossen, den Bürgern draußen eine Stimme zu geben im Bundestag. Wir haben also Leserbriefe verlesen und einer davon war für mich auch sehr berührend. Es war ein Leserbrief, da hat jemand davon berichtet, dass sein Vater gestorben war. Er konnte sich nicht verabschieden von seinem Vater. Der Sarg durfte während der Trauerfeier nicht geöffnet werden. Und das erste Mal, als er seinen Vater wieder in die Arme nehmen durfte, das war die Urne. Das ist ein Skandal. Das ist ein Skandal, was hier in Deutschland abläuft. Und das ist aber nur ein Beispiel. Das ist nur ein Beispiel, wie man die Menschen drangsaliert, wie man unsere Kinder drangsaliert. Und wir stehen auf der Straße, seit Mai 2020 bin ich dabei und ihr alle wahrscheinlich auch, damit das endlich aufhört. Und wir werden auch so lange auf der Straße bleiben, bis das aufhört, bis wir unsere Freiheit vollkommen zurückhaben. Und ich bin überzeugt davon, dass wir noch mehr werden. Ich bin überzeugt davon, dass wir die 5.000, die wir in Hochzeiten hier in Bautzen hatten, auch knacken werden. Hier werden 10.000 Menschen auf der Straße sein, weil einige konnten sich dieser Ausgrenzung aus der Gesellschaft entziehen, indem sie sich dieser Gentherapie sozusagen unterzogen haben. Aber diese Energiekrise, diese Inflation, diese Verarmung und Verelendung des deutschen Volkes trifft jeden. Und ich habe es schon so oft gemacht, ich fordere alle auf, wenn ihr Kritik an der Regierungspolitik übt, dann kommt hierher nach Bautzen auf den Kornmarkt, geht in euren Städten montags auf die Straße, um ein deutliches Zeichen zu setzen, dass wir mit dieser Politik nicht einverstanden sind. Und es wäre so einfach. Es wäre so einfach, man müsste einfach die Sanktionen aufheben. Das ist ja in der Zwischenzeit, früher sind wir wir sind dafür auf die Straße gegangen, dass diese Ausgrenzung aus der Gesellschaft aufhört. Aber wir sind jetzt auch auf der Straße, weil es wirklich ans Eingemachte geht. Es geht darum, dass wir verarmen, dass wir verelenden, dass die Deutschen quasi enteignet werden durch die Nullzinspolitik, durch die Energiekrise, durch die Inflation. Und die Regierung ist nicht in der Lage oder nicht willens, sie ist nicht willens, Frau Baerbock hat es ja gesagt, sie ist nicht willens, auf den deutschen Wähler zu hören, diejenigen, die sie legitimiert haben, weil das deutsche Volk sie legitimiert hat. Und deswegen hat sie Politik fürs deutsche Volk zu machen und nicht für Ukraine, für Brasilien oder für sonst wen, sondern unser Land zuerst. Und dafür stehen wir auf der Straße. Ich bedanke mich. Wir sehen uns nächste Woche Montag wieder. Danke. Thorsten, Dankeschön.